Lorelei bezieht den Startplatz, alle Pferde jetzt komplett. Und das war der Start zum ersten Rennen. Erstes Rennen für dreijährige Pferde 2023. Norton an der Innenseite sichert sich gleich die knappe Führung gegen Chandos Hope. Dieser Ronno ist dahinter mit Hegrina außen daneben. Die Röttgener Farbe also im Vorteil mit Chandos Hope auf dem zweiten Platz. An der Innenseite ist dann dieser Ronno Rang 3. Hegrina in vierter Position, dann Boost Cruise und außen daneben ist Lorelei. So sind die Pferde bereits in der Gegenseite und Norton ist weiter in Führung, etwa eine Länge. Chandos Hope, der erste Verfolger. Dieser Ronno ist auf Platz 3 innen, Vorstoß jetzt von Boost Cruise. Dahinter ist Hegrina jetzt Platz 5, am Schluss des Feldes Lorelei. Ausgangs der Gegenseite, Norton in Führung weiter. Norton, Chandos Hope und innen ist dieser Ronno. Das sind die ersten. Boost Cruise kann aufschließen. Hegrina wird jetzt schwer geritten und Lorelei ist letztes Pferd. Die Pferde sind im Schlussbogen und Norton an der Spitze, aber außen Boost Cruise jetzt im Nachsetzen. Chandos Hope ist drittes Pferd. Innen auf kurzem Wege kommt nochmal dieser Ronno. Besser mit nach vorne, dahinter Hegrina und Lorelei. Aber Norton führt. Norton mit anderthalb Längen Vorteil. Zu Beginn jetzt der Zielgeraden. An der Außenseite ist Boost Cruise. An der Innenseite kommt dieser Ronno jetzt nochmal ins Rollen. Aber die Spitze hat Norton. Norton ist vorne, Boost Cruise aber rückt jetzt heran und wird stärker. Boost Cruise an der Außenseite kommt und greift jetzt an. Norton mit Boost Cruise außen daneben. Dahinter dieser Ronno. Norton im harten Kampf mit Boost Cruise. Und der geht vorbei. Boost Cruise außen. Tommaso Scardino, bereits sein 9. Siegritt in diesem Jahr. Der Spitzenreiter bei den Jockeys in Deutschland. Und Marco Klein, der 6. Jahrestreffer bereits. Zweiter Norton und dahinter dann Chandos Hope Dritter vor dieser Ronno. Hegrina ist 5. und letztes Pferd im Ziel ist Lorelei.